Die Geheimdienste in Deutschland müssen Aufgaben erfüllen, die mit deutschen Gesetzen unvereinbar sind. Unsere Einheit wurde aufgestellt, um Informanten zu finden. Wir sind keine Polizisten. Wir sind Spione. Unsere Quellen kommen nicht zu uns. Hey, Annabelle. Schön, dich zu sehen. Wir finden sie. Wenn wir sie am Haken haben, setzen wir sie auf größere Ziele an. Man braucht einen kleinen Fisch, um einen Barracuda zu fangen. Einen Barracuda, um einen Hai zu fangen. Sie fahren los. Das dürfen Sie nicht. Ich bin Anwältin. Anwältin? Eine Sozialarbeiterin für Terroristen. Sie sind zu weit gegangen. Sie gehören jetzt zu Ihnen. Ich habe Angst. Ich bin nicht Ihr Spion. Ich kann das nicht länger machen. Du bist meine Ohren und meine Augen. Ich brauche dich. Wir müssen unsere Arbeit machen. Sie werden mir dabei helfen. Martha Sullivan, US-Botschaft in Berlin. Dr. Abdullah schleust viel Geld durch ein Netzwerk muslimischer Stiftungen und jedes Mal geht ein Teil davon verloren. Ich glaube, er leitet das Geld durch eine Reederei weiter. Der hat viele Freunde hier in Berlin. Sei vorsichtig. Der Mann ist tolerant, steht dem Westen nahe. Aber jede gute Mensch hat auch ein bisschen was Böses. Und in Abdullahs Fall kann dieses bisschen vielleicht tödlich sein. Wir haben 3 Stunden, um Abdullah zu verhaften und ihn umzudrehen. Wenn dieser Junge eine Bombe zündet, liegt es in Ihren Händen. Ich mache das nicht für Sie. Die meisten von uns haben keine Wahl. Ich habe Ihnen Isa gegeben. Isa gibt Ihnen Abdullah. Und was dann? Vielleicht könnten Sie das für uns definieren. Was ist das Ziel dieser Operation? Wir wollen die Welt sicherer machen. Ist das nicht genug?